Schon in meiner Kindheit fing das an, dass alle möglichen Leute ständig an meiner Figur rumgemäkelt haben. Ich habe selbst sehr lange unter den unerreichbaren Schönheitsidealen gelitten, die wir in den Medien ständig vorgesetzt bekommen. Irgendwie war immer etwas zu dick oder zu rund oder zu ausladend und das hat total was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Ich fühlte mich immer nicht gut und vor allem nicht schön genug. Und das hat mich sehr leiden lassen viele Jahre. Ich habe an Essstörungen gelitten, habe exzessiv Sport gemacht. Aber dieses Gefühl, das ich eigentlich erreichen wollte, diesen Zustand, endlich gut genug zu sein, endlich schlank genug zu sein, ist leider nie eingetreten. Heute zeige ich mich bei Social Media genauso, wie ich bin, echt und ungefiltert. Dadurch will ich versuchen, dass möglichst viele Menschen auch ein liebenswürdiges Verhältnis zu ihrem Körper aufbauen können. Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal ein Foto von mir im Bikini hochgeladen habe, war das schon eine ganz schön große Überwindung, weil ich auch nicht wusste, wie meine Follower darauf reagieren. Aber das Feedback war so überwältigend und das ist bis heute so, dass ich nie mehr aufgehört habe, genau das zu machen.